Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Frank Bufflepp und ich bin Apotheker aus Leidenschaft. Geht es dir häufig so, dass du kurz vor deiner Mittagspause nach Energie lechzt, dass du nur schnell irgendwie zum Bäcker oder zum Imbiss, weil du so Hunger hast und kannst dich nicht mehr richtig konzentrieren? Oder ist es bei dir eher so, du hast so viele Termine und kommst nicht mit der Arbeit vorwärts und willst nur schnell irgendwie satt werden, dass du weitermachen kannst? Es gibt wirklich eine coole Story und die besagt, wenn du einen Baum fällen möchtest und du hast 6 Stunden Zeit, dann mach 4 Stunden deine Arbeit für die Schärfung der Axt und 2 Stunden nur für die Axt. Das bedeutet, wenn man das transformiert, du brauchst eine Mittagspause, die dich wieder so erholt, dass du die Power vom Morgen hast und am Mittag nochmal performen kannst. Und nur 20% im Büro schaffen das überhaupt, weil sie nur 20% sich überhaupt gesund ernähren. Und was ist der Hintergrund? Warum ist das so? Und man hat eine Studie gezeigt von Europa zu Asien. Und Asien hat eine viel höhere Performance gegenüber Europa, besonders im Mittagsbereich. Und das ist darauf zurückzuführen, dass wir in ein sogenanntes Nährstoffminus kommen, wenn wir langfristig uns nur von schnellen, ungesunden Nahrungsmitteln ernähren. Und langfristig hast du dann einfach ein Nährstoffminus und das bringt dich nicht vorwärts. Und was sind die größten Ausreden? Die 2 häufigsten Ausreden sind, ich habe doch keine Zeit. Ja, das ist ungefähr 62%. Und der Rest sagt, okay, ich musste noch zum Geschäftsmeeting oder im Umkreis gibt es bei mir eigentlich nichts, wo man gut essen kann oder gesund auch essen kann. Und der 2. Aspekt, der zu dem Nährstoffminus da ist, ist, dass die meisten am Schreibtisch essen. Ja, die meisten sagen, okay, ich habe keine Zeit, ich esse jetzt am Schreibtisch, weil dann spare ich mir ja die Zeit fürs Essen. Und das ist ein großer Fehler. Warum ist der Fehler so groß? Weil der Arbeitsplatz ist zum Arbeiten da. Du musst dich voll fokussieren auf die Arbeit. Das heißt, wenn du Bürotätigkeit hast, musst du dich voll fokussieren. Und wenn du das nebenbei machst, schaffst du im Unterbewusstsein den Fakt, dass du dich nicht immer konzentrieren musst. Das heißt, mein Tipp ist, geh wirklich von dem Arbeitsplatz weg, schaff dir eine Oase, wo du einfach mal abschalten kannst, Meditation, einen Spaziergang, frische Luft, wirklich eine Alternative schaffen, vielleicht auch mit Kollegen einfach kurz einen Smalltalk halten. Am besten suchst du dir die Kollegen aus, die auch gesund essen, weil wir haben so Spiegelneuronen und das ist dann immer blöd, wenn die jetzt sich ungesund ernähren. Das heißt, such dir ein Umfeld, wo auch mit dir gesund ist. Das ist immer viel, viel besser, weil dann hast du im Endeffekt auch eine Kopie, wo du sagen kannst, ey cool, was hast du denn dabei? Ein großer Tipp von mir. Und was ich gemerkt habe, was häufig der Fall ist, wir haben natürlich sehr, sehr viele ungesunde Dinge, die wir essen können. Wenn es McDonald's ist, ist fast alles ungesund. Aber wenn du Bratwurst, Schnitzel mit Pommes, Buletten oder Pizzasalami oder sowas hast, das ist schnelle Energie und danach lechzt der Körper. Was viel wichtiger ist, sind komplexe Kohlenhydrate, also nicht schnelle Kohlenhydrate, sondern komplexe Kohlenhydrate. Also wenn du unbedingt Pizza essen möchtest, dann mach dir doch eine Vollkornpizza mit Gemüse. Das wäre viel, viel besser. Mein Tipp noch für gesunde Alternativen wären Gemüsesuppen. Da sind Karotte, Kürbis und Tomate ganz weit vorne. Ein Vorteil bei Suppen ist, du bist viel länger satt. Das wäre eine wichtige Geschichte. Alles, was Vollkorn betrifft, Vollkorn, Reis, Gemüsepfanne, selbst die klassischen Vollkornnudeln, Tomate. Es gibt sogar Nudeln, die sind aus Erbsen gemacht, das ist auch top. Das kannst du auf jeden Fall machen. Wenn du einen Einkaufsmarkt hat, der zum Beispiel auch Sushi anbietet, wäre das auch eine Alternative, die du mittags essen kannst, wirklich gut. Gemüse, da würde ich immer schnibbeln, Paprika, Tomaten sind super, Gurken, also da kannst du komplett variieren. Obst liebe ich Banane, weil das kannst du immer mitnehmen, oder Apfel. Apfel ist wirklich gut. Magnesium ist in Banane sehr viel drin und Apfel macht sehr gut satt.
Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Was ich immer mache und was mir hilft, so nicht in so ein Hungerloch um 12.30 Uhr zu fallen, ist so um 10.30 Uhr und 11 Uhr normalerweise das Snacken nicht so gut. Aber was ich mache, ich nehme immer eine Handvoll Nüsse. Nüsse haben sehr, sehr viel Vitamin B12 und du hast den riesen Vorteil, zum Beispiel bei Mandeln, dass du deinen Geist wieder richtig auflädst. Ja, also Nüsse wären so eine Alternative, wo du snacken könntest, die wirklich nicht schlecht sind. Nimm die immer mit. Was empfehle ich, dass du auch das Mittagstief wirklich gut durchlebst, ist, du brauchst Koffein. Und Koffein ist in Kaffee drin. Ich würde dir empfehlen, 2 Tassen grüner Tee, 1 Tasse Kaffee. Das ist zwar viel, aber es hat auch viel Flüssigkeit, ist sehr, sehr wichtig. Und du hast den Vorteil, dass du Koffein und Tein hast und einen langfristigen und kurzfristigen Koffeinanstieg. Das macht auch nochmal wirklich was aus, wo du, sag ich mal, das Mittagstief gut überwindest. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, um eine Alternative zu den ungesunden Dingen zu haben und schaff dir auch eine Alternative zu den süßen Stückchen. Also eine Alternative zu süßen Stückchen ist zum Beispiel auch, dass du, wenn es die Jahreszeit einfach auch akzeptiert, dann, dass man sich vielleicht auch mal eine Wassermelone macht. Wassermelone ist wirklich auch sehr, sehr lecker, sehr viel Flüssigkeit, die man zu sich nimmt. Und das wäre eine gute Alternative, die du schaffen könntest. Wenn dich das Thema kurzfristige und schnelle Mittagsroutine, genauso wie auch gutes und schnelles Mittagessen, was auch gesund ist, noch mehr interessiert, dann schreib mir auf jeden Fall in die Kommentare. Dann machen wir hier noch ein bisschen mehr dazu. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, von dir zu hören. Bis das nächste Mal, dein Frank.